Hallo Jungs, bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Karl Jakob Haupt vom Blog Dandy Diary hat der Stadt unvergessliche Momente beschert, von Fashion Porno über eine Hausbesetzung zu exzessiven Partys. Nun ist er gestorben. Unser Autor erinnert sich, vermutlich muss man exakt im Jahr 2012 aus Berlin weggezogen sein, um erst einmal gar nicht mitbekommen zu haben, wer der Modeblogger Karl Jakob Haupt war und was für eine Bedeutung er hatte. Vermutlich muss man, wie der Autor dieser Zeilen, in jenem Jahr an einen Ort wie New York gezogen sein, von wo aus sich die beiden Worte Berlin und Mode ohnehin wie ein Widerspruch in sich ausnehmen. Und vermutlich hat man dadurch leider eine ganze Menge unvergesslicher Momente verpasst, die Haupt der Stadt zusammen mit seinem Kompagnon David Roth von dem Blog Dandy Diary ab diesem Zeitpunkt beschert hat. Andererseits sind sie ja eben wie gesagt unvergessen, die Leute erzählen einem bis heute davon. Von dem Fashion-Porno in dem Neuköllner Sexkino zum Beispiel, bei dem gleich am Anfang ganz explizit das gezeigt wurde, worauf das Versprechen fast aller Modereklamen am Ende hinausläuft, erfolgreicher bei Schlaf, die Klamotten waren dann erst zu sehen, als sie wieder angezogen wurden. Von einer Hausbesetzung auf der Friedrichstraße und von Nachtflitzern auf den Modenschauen von Mailand. Und immer wieder von Partys, die in ihren detailverliebten Exzessen ungefähr dem entsprochen haben müssen, was man in New York zeitgleich höchstens aus dem Kino noch kannte, als nämlich The Wolf of Wall Street Premiere hatte. Und je mehr die Leute davon erzählten, desto mehr mussten einem die Veranstalter aus der Ferne wie wieder Gangier von Caligula und Nero vorkommen, nur diesmal in menschenfreundlich und inklusiv. Als also die Namen von Haupt und seinem Kompagnon Roth in Berlin bereits das waren, was man mangels besserer Vokabeln legendär nennt, konnte man in New York immer noch der festen Ansicht sein, dass Modeblogger im Wesentlichen Leute sind, die während der Fashion Week auffällig angezogene Leute vor dem Lincoln Center fotografieren, eigentlich aber darauf hoffen, selber fotografiert zu werden, weil sie schließlich auch auffällig angezogen sind. Es muss irgendwann um 2015 herum gewesen sein, als der Designer und Schriftsteller Raphael Horzon, das Weiße Buch, erfolglos versuchte, in Manhattan eine Filiale seines Berliner Ladens für sogenannte Wanddekorationsobjekte zu eröffnen. Vielleicht ging es auch um eine New Yorker Filiale von Horzons Berliner Laden für Apfelkuchenhandel. Und vielleicht ging es auch nur um 2 Wochen Stadturlaub in Chinatown. Jedenfalls saß der Meister eines Abends frustriert in einem China-Imbiss südlich der Canal Street, beklagte die kulturfeindlichen New Yorker Immobilienpreise für Ladenlokale und stellte als seinen designierten Bereichsleiter für Nordamerika einen jungen Mann vor, der so aussah wie eine Mischung aus dem Schauspieler Klaus Kinski und dem Popsänger Lee Mal ausgesehen hätte, wenn man sich die beiden mal tief entspannt und bester Dinge vorstellt. Auffällig waren Tätowierungen auf den Armen, die er sich selbst gestochen zu haben schien, und zwar während er von etwas Spannendem im Fernsehen abgelenkt war. Dies also war Karl Jakob Haupt. Im Rückblick scheint immer noch bemerkenswert, dass eine offensichtlich so mythische Gestalt des Berliner Nachtlebens dermaßen freundlich, offen, zugewandt und absolut unarrogant sein kann, dass man sie deswegen erst einmal auf keinen Fall für eine mythische Gestalt des Berliner Nachtlebens halten mag. Das gilt übrigens für Haupts etwas weniger extrovertierten Kompagnon Roth ausdrücklich auch. Die beiden wirkten, je länger der Abend dauerte, immer mehr wie Demokrit und Heraklit, der lachende und der eher traurige Philosoph. Denn der Zustand der Welt, der Künste, Berlins, New Yorks und am Ende auch der Mode,
Das waren alles Dinge, die man so oder so sehen konnte. Auf alle Fälle machten sich die beiden aber schon sehr lange und sehr ernsthaft Gedanken darüber, auch wenn die oft eher heiter klangen. Denn Haupt hatte Politologie studiert, sein Kompagnon Roth war Modejournalist, und die beiden kannten sich schon von der Schule her.